herzlich willkommen zu Amnesia Machine for Pigs zum neuen Rundlauf durch die wunderbare Maschine, wo wir angekommen sind. Part 5 sind wir jetzt. Und wir hatten uns ja letztes Mal, ich habe mich letztes Mal hier in dem Bereich hier verkrümelt, zur Sicherheit. Die Tür war verschlossen, da ging es noch weiter und da will ich jetzt auch erstmal gucken. Hier waren ja die ganzen Sicherungen. Da haben wir auch noch welche. Ob hier noch mehr ist. Oh, ja, hier kommen wir an dem Rädchen rein. Frage ist nur, in welche Richtung wir drehen müssen. Ja, das sieht ganz gut aus. Na, unten angekommen. Gucken wir mal, was uns das Ganze später noch bringt. So, ja, den angenehmen Teil gerade erledigt. Jetzt kommen wir nicht mehr vorbei, da runter zu wandern. Yay! Freude pur. Okay, unten angekommen. Lebendig. Bandaged feet and eyes. Small bones in the orchard. I have carried this world on my back with its legs about me. Damn this wretched soul. I am given birth to nothing but machinery. Ja, da scheint jemand ganz fanat gewesen zu sein in seiner Maschine. Oh, da haben wir schon ein bisschen vorgearbeitet. Das ist natürlich wiederum dann sehr schön. Vielleicht sollte ich eher Außenbereich entlang hüpfen. Dass ich dann hier so entlang gehe. Das dürfte besser funktionieren. Okay, hier haben wir einen Schrank. Ah, noch eine. Ist da die Sicherung noch ganz? Ja. Tja, machen wir das Ganze mal an. Ob ich mich dabei wirklich wohler fühle, ist so die andere Sache. Da ist nichts mehr. Hier oben können wir auch nicht lang. Okay, hier steht ein Karren. Was ist das? So wie jemand von außen die Tür versucht zu öffnen. Ich glaube nicht, dass es so ist. So bitte nicht. Oh, leck mich. Da habe ich noch nicht so den Moment, die Lampe auszulassen. Wahrscheinlich wenn wir das noch. Das gemacht. Jetzt war ich hier schon so ein kleiner Ruckler fertig, ey. Das ist irgendwie nur eine Fassmaschine. Ich bin ein wenig verwirrt. Okay, die Tür ist noch zu. Wo soll ich denn? Ach, jetzt kann ich hier. Ja, genau, höher. Immer höher. Sollten wir nicht tiefer?
denn da ist denn passiert? Echt nicht. Tagebuch. Noch mehr elektrische Sabotage. Und noch ein manipulierter Sicherungskasten. Dieser Kerl sabotiert ziemlich gründlich. Wenn auch etwas monoton. Der Gestank dieser Fässer macht es einen recht unbehaglich. Ich hoffe inständig, dass die Substanzen, die in dieser Fabrik aufbewahrt werden, kein bezeichnendes Merkmal der Überschwemmung sind, die meine Kinder bedroht. Ich habe jetzt gerade nur Miss Piggy oder etwas schreien hören. Die können wir auf jeden Fall schon mal raus tun. Die Frage ist, wie kommen wir jetzt schon mal an die andere Sicherung dran? Jetzt sind wir genau über dem anderen Raum. Okay. Ach, da hinten liegt eine. Dann nehmen wir doch erstmal die mit. Okay, ist da noch eine Tür? Ach, das ist jetzt die Tür, die eben verschlossen war. Ah, das will ich mal ordentlich verstauen, damit es uns nicht mehr stört. So. Da heißt so, kommen wir jetzt gleich in den Raum zurück. Oh, jetzt höre ich irgendein Bein. Ach, hört doch auf. 19. August 1899. Von Reichenbach schreit über die Lebenskraft 0D, während diese ignoranten Scharlatan Balawski über die Seele dozierte. Schwachköpfe sind sie, alle beide. Wie man nur auf den Gedanken kommen kann, derartige Perfektion erreichen zu können, ohne vorher durch Erbrochenes und Innereien zu warten, ohne auf einem knöchernen Bau zu stehen. Montezuma war diesbezüglich weiser. Hier aber, in unserem stehenden Tempel, war ich Augenzeuge, wie der abgetrennte Kopf eines Mannes, der es kürzlich von dem dagegenden Pferdewagen überfahren worden war, eingetaucht in ein Gefäß voll Brandenburger Lösung, die Augen öffnete und verzweifelt rief: Oh mein Keine! Guter Mann, wo sind meine Beine? Wo ist mein Körper? Wir überwinden selbst die Grenzen des Todes. Oh mein toter Liebling, oh Lilly, für dich ist es zu spät. Aber das eine verspreche ich dir: Ich werde unsere Kinder vor dem Tod retten. Und falls notwendig, so werde ich sie mit diesem wundervollen Gebräu aus der Finsternis zurückholen. Da hat also einer Experimente gemacht an Menschen bezüglich wieder ins Leben holen. Will ich wirklich die nächste Sicherung einbauen, ist hier die Frage. Oh. Das schreckt mich schon allein an den Klickern von der Sicherung. Mein Tagebuch. Der Weg ist nun klar. Diese chemische Verarbeitungsmaschine scheint nur ein Teil eines viel größeren Komplexes zu sein. Das wird kein leichter Weg für mich. Ich werde weiter in dieses merkwürdige Reich vordrängen. Manchmal in Fiebern und rufen meiner Kinder Folge, wohin auch immer sie mich führen. Da würde ich mal sagen, fröhliches Schalter umlegen. Und wir gehen immer tiefer. Vorne waren die Kinder, glaube ich. Ins Verderben. Follow us, Papa. We know the way. Ja, es ist ja schön, dass ihr den Weg kennt. Okay, hier ist jetzt gerade so ein bisschen Licht, wofür ich vielleicht nicht unbedingt gerade die Lampe brauche. Ja, dadurch, dass ich den Kontrast ein bisschen erhöht habe, ist es natürlich ein bisschen. Okay, hier sind die Rohre eben runtergekommen. Ah ne, okay, da werde ich geblockt. Hold still, for God's sake, hold still, child. Don't let it get into your eyes. I'm gonna rinse it out now.
There. It will be fine. You just need to lie down. Enoch, look to your brother. How many times have I told you not to play in the cellar? Okay, hier war anscheinend erbost, dass die Kinder im Keller gespielt haben und die haben es von dem Zeug abbekommen, wovon er dann doch nicht so begeistert war. Was mir wiederum jetzt gerade Sorgen macht. Enoch, so heißt er. Nicht Enoch. I told you he'd come. Wie gesagt, dass er kommen würde. So, kurze Pause, ein wenig Grammophon hören. Extraordinary, quite extraordinary. And you built it all. The Godman, you have been busy. It is wonderful how tragedy focuses the mind. What else was I to do? Fall into grief, pine and fade in my hopelessness? Why not then simply die in that jungle amongst those dead temples? Da nagt er an Selbstzweifeln, also nicht an Selbstzweifeln, sondern dass er das Richtige getan hat in der Zeit, um dies zu bauen. Ich hoffe, für euch sind die Lichtverhältnisse auch in Ordnung. Weil ich glaube, es wäre nichts ärgerlicher, als wenn es dem nicht so wäre. Okay, das ist geblockt. Auch geblockt. Auch geblockt, okay. Dann würde ich sagen, fangen wir hier erstmal an. So. Druck abbauen. Oder Druck aufbauen. Druck abbauen. Und was ich jetzt hier? Das an. Ist der Druck hier abgebaut? Ist Druck aufgebaut? Den müssen wir jetzt rauslassen wahrscheinlich. Ach, das ist, damit die Schleusen wechseln können. Okay. So, und jetzt wieder aus, oder was? Okay. Ein ganzes Konstrukt, um nur von einer Tür zur anderen zu kommen. Und einen Hausabschnitt zu kommen. Okay. Was hat sie da auf dem Arm? Ein wenig sexistisch, aber manchmal muss man ihm Titte zeigen. Oh mein Gott, da ist ein Kinderbein im. Gut, gut. Fluteinbruch, Notabschaltung in Kraft. Dann schauen wir uns hier nochmal hier um. Können wir hier noch irgendwie was öffnen oder? Da betreten wir einen anderen Bereich. Würde ich sagen, gucken wir uns hier nochmal kurz um, bevor wir gleich in einen anderen Bereich reinwandern. Ist noch was drin, was wir gebrauchen können? Nee, aber da haben wir auch noch Schubladen. Auch nichts drin. Und an der anderen Seite, glaube ich, gibt es auch nichts mehr zum Aufmachen. Nee. Gut. Ah, die kann man noch öffnen. Nee, die ist verschlossen. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge die Aufgabe, in den nächsten Abschnitt zu gehen. Ich stelle mich jetzt hier schon mal theatralisch davor, weil hier starten wir auch wieder. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Amnesia, wenn es dann noch tiefer geht. Hooray, auf zu der Maschine für Schweine. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Fox.